Very much. Vielen Dank. Very much. Das ist wirklich kraftvoll. If we want to change this world, wenn wir diese Welt verändern wollen, it's only the Holy Spirit. Dann ist es nur durch den Heiligen Geist. Wir können alles versuchen. This is why so fast like this. Darum sind einige von uns enttäuscht. Und wir sind enttäuscht von unserer Regierung, von unseren Politikern. Weil wir uns nach einem Gouverneur sehnen. Und wir ihn nicht bekommen. Das lässt uns enttäuscht sein. Aber ich möchte die Kirche zu wissen. Aber ich möchte, dass die Gemeinde eines weiß. Als Bruder John das gelehrt, das lehrte, sagte er, die Jünger fragten ihn, wirst du das Reich der Juden wiederherstellen? Und dann sagte er, es liegt nicht an euch, das zu wissen. Aber in Vers 8 antwortete er. When you receive power, wenn ihr Kraft empfangt, you will be witness all over the world. Dann werdet ihr Zeugen sein auf der ganzen Welt. What does that mean? Was heißt das? When the whole world receive Holy Spirit, wenn die ganze Welt den Heiligen Geist empfängt, there will not be any greediness. Da wird keine Eifersucht sein. We are not going to see all this killing and all this sickness and all these those diseases. Und wir werden nicht mehr diese ganzen Morde und Krankheiten sehen. The world will be full of peace. Die Welt wird gefüllt sein mit Frieden. Baptized with the Holy Spirit. Denn wenn wir mit dem Heiligen Geist, and when you allow the Holy Spirit to be your governor, wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, dass er unser Gouverneur ist, he directs you what to do. Dann wird er dich führen. And only the Spirit directs you. Und nicht nur, dass er dich führen wird. Is good. Sondern es sind gute Dinge. So the world will live good life. Und die Welt wird ein gutes Leben leben. We need the Holy Spirit in our world. Wir brauchen den Heiligen Geist in der Welt. Church. I said we need the Holy Spirit in the world. Ich sage nicht, wir brauchen eine Kirche, sondern wir brauchen den Heiligen Geist, dass er in der Welt ist. You know, Christians, we only think that God's idea for us is to go to heaven. Wir Christen, wir denken oft nur, dass unser Weg im Himmel sein soll. Which is brilliant. Was brillant ist. Which is great. Was großartig ist. Yeah, we'll go to heaven. Ja, wir werden in den Himmel gehen. But God's idea for you is to rule. Aber Gottes Idee für dich ist, dass du regierst. And to have the power. Dass du die Kraft hast. Change the world. Die Welt zu verändern. And we are here to change the world. Und wir sind hier, um die Welt zu verändern. Gott segne dich. Thank you so much for today. Vielen Dank für heute. Halleluja. Halleluja. So let's start with our feet at this moment. Lass uns noch aufstehen und beten. You have to end today for the seminar. Und wir wollen das Seminar für heute enden. So powerful. Thank you very much. Es war wirklich kraftvoll. Vielen Dank. Father, we thank you so much. Vater, wir danken dir so sehr. For your goodness and your kindness given unto us. Für deine Güte und Freundlichkeit, die du uns gegeben hast. Wir segnen dich, Heiliger Geist. Keep teaching us. Lehre uns weiter. Give us more of you. Gib uns mehr von dir. So we can change the world. Dass wir die Welt verändern können. It's not too much of what we know. Es ist nicht zu viel von was wir wissen. But the power that you have given unto us. Aber die Kraft, die du uns gegeben hast, really has changed the world. Wird uns helfen, die Welt zu verändern. Thank you so much. Wir danken dir so sehr, dass wir die Welt verändern können. We change this world, oh my God. Dass wir die Welt verändern können. We will make sure to change the situation in this world, the system in this world. Dass wir das System in dieser Welt verändern können. Because the governor is with us. Denn der Gouverneur ist mit uns. We thank you, power. Wir danken dir, Kraft Gottes. Give glory and honor. Wir geben dir die Ehre. In Jesus' name. Im Namen Jesus. Amen. Amen. May God bless you. Wir wollen euch segnen und strengthen you. Und euch stärken. I see you tomorrow. Und euch morgen wiedersehen. Amen. Amen. Sorry, okay?